Hallo zusammen, herzlich willkommen bei der Lichtbildmanufaktur. Mein Name ist Stefan Holtmeier. Ja, und heute habe ich ein, ich sag jetzt mal, emotionales Thema, das ich mal mit euch besprechen möchte. Aber ist Fotografie nicht eigentlich immer emotional? Ich weiß es nicht. Aber es gibt sicherlich rationale Entscheidungen, die man trifft im Leben, und es gibt emotionale Entscheidungen, die man trifft im Leben. Und das passt nicht immer ganz so zusammen. Und manchmal sind die emotionalen Entscheidungen die besseren Entscheidungen. Manchmal nicht. Ob das bei meiner Entscheidung, die ich vor kurzem getroffen habe, so ist, dass sie richtig ist, besser ist, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber sie fühlt sich zumindest gut an, und das ist das Wichtigste. Ja, wo fange ich an? Ich fotografiere seit über 40 Jahren, komme also noch so aus der analogen Zeit, so mit eigener Dunkelkammer, Filmentwicklung, Fotos vergrößern etc. Und gerade so als Jugendlicher gibt es ja immer so Dinge, wo man sagt, ah, möchte ich unbedingt mal machen, möchte ich unbedingt mal haben. Und dieses möchte ich unbedingt mal haben und möchte ich unbedingt mal fotografieren, das gilt für mich seit frühester Jugend für eine ganz bestimmte Kameramarke. Und es gibt so eine Ausstellung, Zusammenstellung, die nennt sich die 100 berühmtesten oder bekanntesten Fotos in der Geschichte der Fotografie. Und fast alle diese Fotos sind mit einer Kameramarke gemacht worden. Ein Foto, das sicherlich jeder von euch kennt, ist dieses Foto in New York, Schwarz-Weiß-Foto, wo der amerikanische GI, der Marinesoldat, mit dem jungen Mädchen, mit der jungen Frau tanzt, und sie feiern das Ende des Zweiten Weltkriegs. Und zwar war das am Tag der Kapitulation Japans. 45 muss das also gewesen sein. Der Fotograf hieß Eisenstedt. Das ist so ein Foto, was sich bei mir eingebrannt hat. Der Absturz, das schlimme Brandunglück der Hindenburg, des Zeppelins in New York war es, glaube ich, auch, ist so ein Foto, was mir sofort einfällt zu dieser Kameramarke. Oder das muss Anfang der 70er Jahre gewesen sein, 72, 73, sowas. Nick Ut heißt der Fotograf, oder hieß der Fotograf, der dieses Foto gemacht hat, was sinnbildlich später ja für das Grauen des Vietnamkrieges stand. Und zwar dieses vom Napalm verbrannte Mädchen, das schreiend über die Straße läuft, und im Hintergrund sieht man ein paar GIs und ein paar andere Kinder. Das sind so Fotos, die sich mir ins Gedächtnis eingebrannt haben und die vielleicht sogar mein Interesse an der Fotografie geweckt haben. Das sind jetzt mal nur so zwei, drei Beispiele. Ich glaube, Henri Cartier-Bresson hat auch mit der Marke fotografiert und. Also die Reihe lässt sich jetzt unendlich fortsetzen. Ja, und ich habe eigentlich immer mit dem Gedanken gespielt, irgendwann möchte ich auch mal so eine haben, in der Hand haben, damit fotografieren. Das ist nichts Rationales. Aber vieles ist ja nicht rational, was wir so rein interpretieren in unsere Ausrüstung, in unsere Kameratechnik. Ja, und vor ein paar Monaten ist ein neues Modell dieses Herstellers auf den Markt gekommen, und ich habe das Teil gesehen und habe gewusst, haben wollen. Ist halt manchmal so. Ich habe dann 1000 Argumente gefunden, warum ich sie mir nicht kaufe. Ich habe 2000 Argumente gefunden, warum ich sie mir kaufe. Und dann war sie Gott sei Dank nicht lieferbar und ist im Moment noch fast nicht lieferbar. Und ja, aber
es war im Hinterkopf. Und ein Thema, was ich ja mit euch schon mal geteilt habe hier auf dem Kanal, sind Festbrennweiten Tod. Wie gesagt, das muss ja jeder für sich selbst beantworten. Für mich sind sie es. Und deswegen habe ich so im Vorfeld sehr viele meiner Objektive verkauft und fast ausschließlich Festbrennweiten, weil ich sie definitiv nicht brauche, nicht benutze, weder privat noch beruflich. Ja. Und dann ist vor ein paar Tagen Folgendes passiert. Ich habe mal wieder so im Internet gestöbert, bei den üblichen verdächtigen Fotohändlern, Fotofachhändlern. Und dann war ich auch im Online-Shop von Fotofranz. Grüße gehen übrigens raus an der Stelle. Auch an den David Schwendemann heißt er, glaube ich. War ein super netter Kontakt, die Abwicklung war klasse, war prima. Ja, und da schaue ich, verfügbar. Mach ich's nicht. Ich habe sie dann in den Warenkorb gelegt. Und mir erstmal einen Espresso gemacht. Dann bin ich wieder an mein Notebook und habe wieder hin und her überlegt und da waren sie wieder, die tausenden sicherlich auch wichtigen rationalen Gründe gegen den Kauf, aber da war auch dieses Gefühl, ich möchte einmal im Leben so eine Kamera haben. Und dann ploppte ein Chatfenster auf, ob ich noch Fragen hätte. Und dann habe ich geschrieben, ja, wie schaut's aus? Ist die Kamera wirklich verfügbar? Und dann kam zurück, ja, wir haben so ein paar hier. Wenn du eine haben möchtest, dann bitte schnell den Kauf abschließen. Das war irgendwann um die Mittagszeit. Ich musste dann aber weg, weil ich noch Termine hatte. Und bin dann erst spät abends nach Hause gekommen und schaue in meine E-Mails rein und da war dann eine E-Mail von Foto Franz, ob ich denn noch Interesse hätte. Er hätte mir jetzt eine zurückgelegt und ich sollte doch dann bitte nur den Kauf abschließen, wenn ich sie denn haben möchte. Ja, und dann habe ich ganz spät abends die Kamera bestellt und dann ging eigentlich alles ganz schnell am übernächsten Tag quasi dann hier bei mir. So ist das manchmal. Und wie gesagt, wir brauchen uns jetzt nicht über die Spezifikationen unterhalten und was die Kamera kann und was sie nicht kann. Ich habe sie jetzt 3 Tage in Augsburg dabei gehabt. Und es macht einfach Spaß. Es macht mir einfach Spaß, mit dieser Kamera zu fotografieren. Es ist die Haptik, das Gefühl, diese Kamera in der Hand zu haben. Die simple Bedienung, die wirklich total simpel ist und ja. Und sie hat diesen roten Punkt und ihr wisst, glaube ich, alle, worüber ich rede über Leica. Und ich habe mir ganz bewusst ein bestimmtes Modell gekauft. Weil sie meine Ausrüstung super ergänzt, vielleicht sogar erweitert. Für bestimmte Anlässe. Ja, und das ist Reisefotografie, Reportagefotografie, Fototrips, Citytrips und Straßenfotografie. Da ist sie für mich ideal. Wie gesagt, es mag tausende von euch da draußen geben, die sagen, so ein Schwachsinn. Warum hast du dir nicht die und die gekauft? Ach so, ihr wisst ja noch gar nicht, welches ist.
Ja, die Leica Delux 8. Der Punkt war gerade dann nochmal dazu. Aber warum hast du dir nicht die Fuji X106 gekauft? Ganz einfach, weil die Kamera mich emotional nicht abholt. Punkt. Die Leica hier, die Delux 8, die holt mich emotional ab. Das meinte ich mit dem, was ich vorhin gesagt habe. Es gibt Kaufentscheidungen, die sind rational. Es gibt Kaufentscheidungen, die sind emotional. In dem Fall ist es emotional. Die Begehrlichkeit, die eine Fuji weckt, die hat mich auch gereizt. Ich habe sie dann in der Hand gehabt. Ich habe mit ihr ein paar Mal fotografiert und habe dann gesagt, nee, nicht meine Welt. Und da habe ich vielleicht diesen roten Punkt zu ausgeprägt. Als Brett vorm Kopf. Das kann sein, ist aber auch wurscht. Wie gesagt, Fuji ist sicherlich auch, die X106 ist mit Sicherheit auch eine super Kamera, aber sie holt mich einfach nicht ab. Ja, und wie gesagt, ich bin jetzt 3 Tage mit der Kamera unterwegs gewesen. Ja. Geil. Mehr kann ich nicht sagen. Bedürfnisbefriedigung zu 100% erfüllt. Und ich bin mal gespannt, was jetzt noch kommt mit der Leica. Und werde euch natürlich auf dem Laufenden halten. In diesem Sinne, es ist natürlich kein klassischer Systemwechsel, den ich vorgenommen habe, sondern es gibt weiterhin Anlässe, Aufträge, Situationen, wo ich mit Sony unterwegs sein werde. Aber ich glaube, diese kleine Ikone hier, die wird einen nicht zu geringen Anteil an meiner Fotografie erhalten. In diesem Sinne, schön, dass ihr wieder dabei wart. Euer Stefan Holtmeier von der Lichtbildmanufaktur.